Moin moin und herzlich willkommen zur Mega-Koop-Saison 2017-2018 hier in F1 2017 zum Qualifying. Heute sind wir da, wo der Bär stirbt, Milch und Wodka fließen und Zaren sich Hallo sagen, nämlich hier im Sochi Autodromo in Russland. Heute ist mir es eine besondere Ehre, unseren neuen Stammfahrer bei Williams vorzustellen, von Abgefahren, derjenige, der unseren Fahrern das Driften in F1-Rennern beibringen wird. Duki! Duki! Der steppende Bär in Personenform. Ja. Und dann darf ich natürlich heute noch vorstellen, Way, Benny, Kai, Viper, Marvin, The Fast, Aka, Maxi, Anton, Leon, mein Kommentatorenkollege, Gugi, Michel und Dave. Ja, grüße dich. Hallihallo. Hallo. Ja. Also das mit den Bären und so möchte ich gern nochmal kurz wiederholt haben. Da, wo der Bär steppt. Und der Milch, die Milch fließt? Nee. Milch und Wodka fließen und Zaren sich Hallo sagen. Ja, ganz schön cool. Zaren, das war, bevor die Sowjetunion gegründet worden, gab es ja im Prinzip einen Kaiser. Und die wurden in Russland der Zar genannt. Der gut, Gugi, hat in Österreich keine Geschichte in der Schule, oder was? Ja, doch, aber da ging es meistens nur darum, dass der Kaisertum, Erste Mann. Republik, Zweiter Weltkrieg, Zweite Republik. Das war's. Und ein gewisser, ja. Okay. Nur ein Tipp an unsere jugendlichen Zuschauer, Milch und Wodka flockt, sollte man nicht zusammen trinken. Lebenserfahrung. Schon mal ja gut, doch. Die Idee Russian. Von Duki war ja soweit nicht schlecht, weil normalerweise, wenn man mehr Milch trinkt, hat man ja angeblich weniger Kater. Aber ja, es gibt ja echt diese Mischung aus White Russian, ne? Vom The Dude. Ja. Ja. Klebowski. Das schmeckt sogar. Also schmeckt mehr nach Milch als nach Wodka. Willst du etwa Alkohol promoten? Ich glaube. Nein. Ich wollte ja nur, trink kein Wodka, Leute, das flockt. Egal, mit womit ihr das trinkt. Sagt der Alkoholwerbung auf dem Auto fährt. Ich mach gleich so weißen Gaffer drauf, dann überklebe ich das einfach. Ja. Da Spiel eh nicht drin. Auf Maxi und Dave. Ja, Dave ist, also an die Zuschauer, Dave ist nicht arrogant oder abgehoben geworden, der ist nur gerade AFK, der hat nämlich seinen PC gerade ganz frisch aufgesetzt und wir hoffen, dass er auch technisch alles läuft und der ist jetzt, glaube ich, in der Reifenauswahl und wir müssen jetzt, glaube ich, auf den Countdown warten, bis der bei ihm abgelaufen ist. Ich glaube ja echt, der will uns zappeln lassen. Ich glaube doch, der ist abgehoben und arrogant geworden. Der will doch jetzt nicht mehr mit uns reden. Er also sitzt eigentlich grinsend vorm Screen. Genau, hat sich gemutet und denkt sich, haha, Idioten. Die Säcke hier. Einfach gerade das Gesicht von Dave, wo wir wirklich da sitzen. Ja, ich auch. 1:1. Genau, das passiert gerade. Ich verspreche es euch. Okay, es hat gepiept. Wecker ist am Start. Bombe ist scharf, ist explodiert. Sorry, ne? Wir haben jetzt Duki, ich dachte, du hast jetzt die Atombombe befahren. Ja, also Michel und ich, wir wollen jetzt diesmal leckfrei mindestens 9 an 10 da schaffen. Oh, das ist schon mal Ambition. Einen Punkt hast du doch schon, Ray. Ja, einen Punkt habe ich tatsächlich bekommen. Tatsächlich sehr gut. So, jetzt gucken wir erstmal aufs Wetter. Es bleibt erstmal sehr sonnig. Das sieht schön aus. Mein Ziel ist übrigens, ich will nicht letzter werden für alle meine Zuschauer, nur damit ihr wisst, wo quasi die Ansprüche für die heutige Session bei mir sind. Ich auch nicht. Ich möchte Q1 überleben. Ja, das wäre auch mal nicht schlecht, ja. Auch ein gutes Ziel, ich überleg's mir mal. Jetzt ist die Katze aus dem Sack endlich mit dem Duki. Alle haben immer gedacht, Dena kommt. Ja. Ja. Wobei wir haben ja mal so einen Zwischen-Livestream gemacht und einige Zuschauer haben das ja auch gesehen. Okay, ja. Da haben wir es auch schon angekündigt, aber jetzt auch offiziell natürlich. Duki! Hallo! Am Start. Ja, also Dena wäre bestimmt auch ganz lustig, aber ich glaube, Dena hat viel um die Ohren und er fährt ja schon in einer Multiplayer-Session. So, ich hoffe bloß, die Erwartungshaltungen sind jetzt nicht allzu enttäuscht, weil eben nicht der Dena da ist, sondern nur ich. Aber ich will jetzt nicht mehr mitmachen beim Projekt, sorry. Also ich habe ja echt mit Dena jetzt gerechnet. Felix, wo bist du? Also nicht, dass wir Dena nicht auch mitfahren lassen würden, ne? Aber nein, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch, ich glaube, es war in der ersten Ausgabe. Hab's ja schon gesagt, also für mich ist Duki echt so einer der Wunschkandidaten hier schon immer gewesen für die Kurve. Weil erzählt hat man einen mehr zum Abziehen, ne? Ist schon klar. Ja, genau. Nein, weil ich finde mal ganz ehrlich gesagt, und das ist jetzt auch nicht irgendwie Geschleim oder so, aber wir haben halt in Deutschland, finde ich, eine extrem geile Racing-YouTube-Clique, wo sich alle super verstehen und wenn wir die halt alle irgendwie so zusammen in ein Projekt kriegen, was wir aktuell so zum größten Teil haben, das ist halt mega cool. Also ich feiere einfach nur auch, dass wir halt zusammen halt so ein Projekt haben.
und nicht nur immer wieder mal 2, 3, 4 mal was machen, mal für eine Folge oder mal einen Livestream, sondern einfach mal so ein Projekt, was sich halt einfach über Wochen und Monate hinzieht, wo alle halt so ein bisschen dabei sind. Mittlerweile schon Jahre. Ja, und das ist halt einfach supi. Der Dave fährt ja schon, der hat noch gar nichts gesagt. Die KI fährt für mich. Ich hoffe, du hast ein Setup ausgewählt. Natürlich, ich bin nicht blöd. Nur vollgestopft. Das, ja, das sagst du. Ich habe einen Handschuh im Mund, ich muss mein Mikro adjustieren. So, jetzt kann ich wieder mal reden. Schade, ich hab die neue Synchronisationsstimme von Dave echt gut gefunden. Schöner Einstieg. Aber dass sich seine Essgewohnheiten so verändert haben, ne? Ich merke nicht so Handschuhe. Die Handschuh-Diät. Gucki, war das nochmal eine absteigende oder eine aufsteigende Treppe? Ich habe gehört, im neuen Star Wars sollen auch mehr Handschuhe vorkommen. Unter anderem Handschuh-Backer. Absteigend. Oh, alles klar, gut. Ich war gar nicht mehr sicher. Oh mein Gott, warum ist das? Du musst überlegen, was du da Handschuh Solo gespielt hast. Ja, ich hab gehofft, du verstehst es. Aber ich glaube, du hast. Er ist auch ganz allein gestorben, ne? Hat ziemlich traurig. Okay, ich glaube, ich habe irgendeinen Schritt bei der Lenkradinstallation der Software vergessen. Jetzt ist das Lenkrad knüppelhart zum Umdrehen. Aber egal. Heute wird mehr Muskeltraining. Dann ist wohl noch die Autozentrierung voll an. Also an die Leute, ich nicht, dass die denken, ich bin Quäler und schicke den Pad-Typen die ganze Zeit hin und her und ich bin total Ding, das ist einfach nur ein Test, ob es jetzt leckt oder nicht, weil da kann ich das echt richtig gut testen. Ich war mir gerade nicht so ganz sicher. Schlussendlich muss ich jetzt gerade nochmal gucken, ob ich das richtige Setup hier habe. Los, bring mir das Pad und jetzt stellst du wieder weg. Haha, und jetzt bring mir das Pad. Steht ja, komm, noch auf Pad 100. Weg. Tanz, Bärchen. Padman. Aber dann sind wir ganz schnell mit Zeit. Alle Sektoren bestzeiten schon mal gesichert mit einer 1.37.101. Nein, ich war nicht sicher. Ja, auf einer Powerstrecke sehr safe. Da ist McLaren Honda richtig gut. Wo haben wir über die gleichen Einheiten? Ich bin heute nicht so richtig 100%, glaube ich. Ich hoffe, dass die Lobby-Dinger sind, weil es ahnt mir schon, wenn jetzt nämlich hier Alonso auf 3 ist, dass der McLaren richtig, Haben wir heute irgendwie Jay von Peatspeed dabei oder so? Kann Ray einen Satz formulieren, oder? Ja, Jay ist dabei, das ist eigentlich der neue Fall. Yeah. Ja, kann Ray einen Satz formulieren. Ja, Aspirin! Manchmal habe ich echt so richtige Hänger, ey. Das ist Wahnsinn. Ich bin schon 3 Sätze weiter, dann merke ich, ey, da bin ich noch gar nicht. Gehe dann 2 Sätze zurück und dann merke ich, da bin ich auch noch nicht. Dann das war bei dem Forza-Event so, wo du, glaube ich, auf Anweisung der NG gewartet hast. Auf einmal war der Satz mitten drin zu Ende und der ging einfach nicht mehr weiter. Und du hast mit der Punkteverteilung oder so angefangen, glaube ich. Ja, einmal war es wirklich ein bisschen abrupt und so, keine Ahnung. Ach, der ist vollkommen wurscht. Live übertragen. Du hast deinen Job sehr toll gemacht. Das ist vollkommen richtig, ja. Wenn ich nicht... Egal. Ich fahre jetzt ganz langsam in die Box und fahre nicht mehr raus. Dann habe ich das Qualifying überlebt. Easy. Das ist eine Möglichkeit, aber die Zeit reicht. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn du dann vor mir bist, dann könntest du mir jetzt auch noch Platz machen. Perfekt. Wir fahren übrigens im wunderschönen... Achso, das wurde schon gesagt. Ach, wo die Bären tanzen und der Wodka... Und Milch und Wodka trinken. Ins Haaren sich Hallo sagen. Ich bleib links, der auch sehr gut, Michael. Der Zone ist. Dankeschön, das ist der Batzmann. Ja, als kleiner Tipp, immer da, wo die orangen Markierungen sind, da ist quasi so eine Stelle, wo man das Auto dann reinparken kann. Also wenn du das nächste Mal bitte Platz machst, bitte an dieser Stelle und da kannst du dann auch stehen bleiben. Ja. Nein, Spaß. Oh, verdammt. Ja, und eben konnten wir schon sehen, wie du die einmal schon Drift hingelegt hatte. Und es geht. Ja. Duki, konntest du die letzten Tage nutzen zum Trainieren? Der Duki heute steht ein für Drift King. Wie bitte? Ich muss euch alle nochmal lauter stellen. Haben wir ihn abgelenkt. Dieser Druck ist zu groß. Ja, deswegen war ich gerade noch mal kurz weg. Put in it into your laps. Kann ich meinen Ingenieurentypen da ein bisschen lauter stellen, der ist in Englisch ein bisschen leiser. Und das Sounddialoge?
Boxen. Funkdialoge. Ja, Funkdialoge, richtig. Danke, Dave. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist standardmäßig schon auf 10 gestellt. Das war dann nachher erst runterstellen. Und da kannst du, ist auch eigentlich ganz geil, du stellst einfach Motorengeräusche auf 0. Auf 0, dann habe ich keine Probleme mehr. Dann hast du quasi Formel E der Zukunft, weil die wollen ja eigentlich schon da irgendwie da hinkommen, mal irgendwann in 50 Jahren. Realistisch, glaube ich. Ja, der Duki beendet auch mal ein Formel E Rennen in 50 Jahren. Oh, es tut so weh. Dieser Schmerz, Dave. Ja, aber du bist auch gegen Hochkaräter schlecht hingefahren, also gegen Bono Huis, Gregor Hutu und so. Ja, oder auch bist gegen Bono Huis gefahren? Trotzdem, nein. Und Hutu? Er hat mich dreimal überrundet. Das hat nichts mit der. Ich wollte gerade sagen, das sind die größten Namen überhaupt. Ja, aber ich sag ja nur, es ist nicht peinlich von denen auf so einem kurzen Kurs dreimal überrundet zu werden. Nee, überhaupt nicht. Wenn man nur schaut, einem Qualifying eine 1:01 war das, oder? Ja, ich glaube 1:01:3 oder so. Ja, das sind halt. Meine schnellste ging gerade mal in 1:06. Das sind 5 Sekunden, das ist eine Welt. Ja, ich brauchte ein wenig Praxis und hab ein bisschen zu viel versucht. Was ist? Bist du raus, oder was? Ja. Jo. Ach du Scheiße. Das Problem, was ich immer hatte. Also muss auch nochmal ausdrücklich sagen, an die Zuschauer. Dave hat natürlich, um die Qualität zu steigern, neue PC sich gekauft und hat sich nicht nehmen lassen, noch vor der Aufnahme oder auch im heutigen Tage der Aufnahme sich denn bereitzustellen, damit heute alles flüssig läuft bei ihm. Ja, da, und damit er in 4K60 abfliegen kann. Dass er in 4K60 euch die explosiven Abflüge besser präsentieren kann. So, das hat jetzt geklappt. Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Wow. Nein, ich wollte eigentlich sagen, ihr müsst es bezahlen, ja. Ihr müsst alle auf einmal Dave deabonnieren und Anton abonnieren, deswegen, weil ihr jetzt meint, Dave kann nichts mehr. Ja. Ich laber nur Scheiße heute. Was ist los, ey? Anton abonnieren ist nicht schlimm, aber Dave deabonnieren ist dafür gar nicht nötig. Die sind kostenlos, da kann man so viele machen, wie man will. Ja, das ist allerdings richtig, ja. Also man muss die gar nicht ersetzen, entgegen dem allgemeinen Glauben. Das stimmt. Aber vielleicht manche mal zur Info tatsächlich für die Leute, unten in der Videobeschreibung sind übrigens die Links, wo ihr zu den anderen Videos auch kommt, falls sie andere sehen wollen. Wir vergessen das genau, aber das ist jetzt mal eine Riesenkritik. Warum hast du das nicht direkt erwähnt? Also wir machen das immer, ja, Duki immer am Anfang. Duki. Wir haben das noch nie vergessen, am Anfang zu sagen. Ich schäme mich ja schon. Ja, ich gehe in die Ecke. Ich gehe in die Ecke und schäme mich. Eigentlich wäre es ja Dave seine Hausübung gewesen. Ja, aber der war... Anmod macht war. Also er hat noch ein bisschen Zeit. Ja, so, ich kann das nochmal ganz kurz ausführen, was Ray begonnen hat, aber nicht zu Ende gebracht hat. Ich habe noch ins Training hinein und eigentlich auch ins Qualifying hinein, nur habt ihr auf mich gewartet, danke an der Stelle, meine beiden neuen PC-Systeme fertig gebaut und das hat viel zu viel Zeit in Anspruch, also einiges davon hatte ich schon, aber das hat viel zu viel Zeit in Anspruch genommen. Von 3 Uhr oder 4 Uhr bis jetzt quasi um 7:30 oder 8:30 sogar hat es gedauert, dass ich jetzt auch Windows bei einem fertig habe und ja, deswegen bin ich keine Trainingsrunden gefahren, aber ja, das ist natürlich trotzdem blöd. Ja, mit 2 PC-Systemen ist nicht so einfach. Ja. Gleichzeitig zu fahren. Das Leben ist hart, ne? Ich schwör sogar, ich muss mit rechter Hand rechtes Lenkrad machen, mit linker Hand linkes Lenkrad. Das ist schwer. Und ich schwör, beide Pedale betreten auch schwer. Gut, dass du 3 Beine hast. Alter, dieser Shit-Talk ist sowas von... Aber dritte Bein kommt nur an Kupplung. Oh mein Gott. So, aber um einfach, glaube ich, das Qualifying wieder mal dahin zu bringen, für das es eigentlich da ist und für das wir auch alle zusammen in einem Channel sind, ist einfach auch mal vielleicht ein Thema anzustoßen. Natürlich muss man dazu sagen, dass für euch die Aufnahme anderthalb Wochen, die Aufnahmen anderthalb Wochen veraltet sind. Das heißt, das, was wir jetzt besprechen, ist schon alter Schuh vielleicht, aber ich würde es trotzdem ganz gerne ansprechen. Und zwar, dass bei Ferrari Santander als Sponsor abgesprungen ist und vor allem finde ich als mega geile Nachricht, um das einfach schon mal so reinzuhauen, dass Alfa Romeo in die Formel 1 zurückkehrt. Mit Sauber. Also finde ich auch sehr geil, besonders letzteres. Zurückkehrt ist vielleicht eher nur ein Branding. Ich glaube, das ist eher so eine Partnerschaft wie Red Bull und TAG Heuer. Ja. Also es ist de facto der 2018er Ferrari-Motor, der heißt aber Alfa Romeo.
Und ich freue mich darauf. Finde ich richtig geil. Wobei es ja auch nicht schlimm ist, weil in vielen Alphas ein Ferrari-Motor drinsteckt. Ja, eben. Auch ein Ferrari-Motor, der in Ferraris gar nicht existiert. Das ist ja wie zum Beispiel BMW, Mercedes, die bauen ja auch Motoren für andere Hersteller. Also ja. Deswegen ist ja vollkommen okay. Absolut. Nee, also ich finde das cool. Vielleicht gibt es ja noch ein richtig schönes Design im Sauber. So ein dunkelrot und schwarz oder so, das würde ja aussehen. Ja, mega. Es gibt ja diesen einen Designer, mir fällt der Name gar nicht ein. Dark Bull, glaube ich, oder? Sean Bull. Oder Sean Bull, ja. Oder der hat sogar am heutigen Tim Tag Holmes. Rausgeschmissen. Tom Paul, ja. Tim Holmes ist auch noch da, Jake, oder? Design, Jack, egal, ist halt gut drauf. noch leckt's nicht, ja? In der erste Leck kommt, glaube ich, ist meine Stimmung richtig im Keller. Ich habe das jetzt im Vorfeld der Aufnahme, um auch an meine Zuschauer mal, weil das ja ein mega Problem war. Ich habe jetzt echt viel eingestellt, ich habe mit Googie getestet im Vorfeld und ich hoffe jetzt, die Einstellung gefunden zu haben. 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, rund um die Uhr, Dauertest auf Le Mans mit dem Form 1 Wagen, nee. Ja, ich hoffe, es läuft jetzt. Was ist denn los mit dir? Das war die Nordschleife. Fuck, Alter. Sag das doch nicht. Die Erwartungshallen voll hoch, dass wir die Nordschleife fahren. Ah ja, scheiße. Naja, eine weitere sehr, sehr coole News. Die Formel 1 hat ein neues Logo. Ey, Duki auf 8, nice. Sehr schön, korrekt. Einfach ein bisschen mit leichter Käseschneidung sein. Ja, die hat ein neues Logo und der Shitstorm ist natürlich wieder da. Dafür wurde Halo jetzt vergessen. Das ist immerhin die positive Nachricht. Ja, das sieht man wieder brandaktuell, wie das heutige Leben ist. Shitstorm-Nachrichten haben eine mega hohe Kurve, fallen aber auch extrem tief, sobald der nächste Shitstorm anfängt. Ja. Das ist zwar ein anderes Thema, aber das ist leider wirklich so. Ich glaube, der Halo-Shitstorm wird aber wieder losgehen, sobald der wird spätestens dann wieder Bilder losgehen, wenn die Trainingsphase kommt und so. Ja, genau. Wobei ich aber sagen muss bezüglich dem neuen Logo, das ist eine Veränderung, die Formel 1 so oder so wahrscheinlich unter den neuen Besitzern gemacht hätte. Und ich finde das Logo jetzt persönlich auch nicht ganz so schlimm. Es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Project Cars 2 Logo. Ja, das ist sehr langgezogen, finde ich. Es wird, dass du das jetzt gesagt hast, Cookie, sonst hätte ich mich hier unbeliebt gemacht, indem ich gesagt hätte, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, das neue Logo, wie der Shitstorm es tut. Das ist doch ein Logo jetzt mal. Ja, eben. Das ist nur ein Logo und dass unter neuen Besitzern ein neues Logo kommt. Also das spätestens in China nächstes Jahr habe ich mich dran gewöhnt. Das Logo vom ADAC 24 Stunden Rennen ist deutlich schlimmer gewesen, das neue. Oh ja. Ja, also im Endeffekt. Das war finde ich auch nicht schlimm, das Grüne. Finde ich aber auch nicht schlimm. Das Grüne finde ich auch nicht schlimm, weil die Anordnung war scheiße. Ja. So. Ja, also langfristig gesehen ist das Halo doch noch ein bisschen hässlicher als das Logo. Finde ich persönlich auch nicht so schlimm. Ich würde erstmal die 2018er Autos abwarten. Du weißt, ich weiß ja nicht, wie die Designs sind. Man muss ja bedenken, dass Halo zum Beispiel jetzt auch immer nur auf die 17er und 16er Autos einfach drauf so draufgepackt. Ich denke, das wird auch nochmal ein bisschen... Ja. Eben, das ist ja nächstes Jahr in die Crash-Struktur integriert bei den Autos. Also das wird schon irgendwie ein bisschen förmiger sein als jetzt, wo die da wirklich... das so quasi draufpolzen. Ne? Ja, und die werden das auch sicher irgendwie einfärben oder so, sodass es nicht so negativ auffällt. Also ich habe da auch schon Designstudien gesehen, auch von Sean Bull und Tim Holmes heißt der andere, glaube ich, wo die das auch irgendwie schön eingearbeitet haben mit so einer schwungförmigen Linie, die sich dann über das gesamte Auto zieht. Das sind halt sehr coole Sachen. Also man hat ja auch jetzt schon gesehen in den After-Season-Testfahrten, in Abu Dhabi sind die ersten Teams auch schon mit Aero-Devices am Halo gefahren. Ich glaube, McLaren und Toro Rosso hatten schon lustige Bügelchen am Halo obendran. Hat das aber auch gewertet. Ray, wie knapp, ey. Vor allem muss man auch sagen, Halo kann auch für uns Zuschauer extrem viel bringen. Ist ja nicht so, dass das jetzt nur da oben ist und für die Fahrer was ist, sondern da kann man teilweise die Kameras geil interagieren. Da können die Autos noch besser drüber fliegen. Ja, gut, das stimmt. Aber man darf auch nicht vergessen, Liberty Media ist ein amerikanischer Hersteller und da sind ja die 360-Grad-Kameras relativ weit im Kommen. Vielleicht kann man das auch mittels 180 Grad... Die kommen schon. Die sind vorne drauf auf der... die werden nächstes Jahr vorne drauf sein, die 380-Kameras. Ja, aber ich 360. 380 Kameras? Ihr seid heute, super. Seid heute eine wirklich so ein bisschen Panne, ey. Ich find's aber auch cool, wenn sie die so machen wie in... den Indycars, die haben die ja auch oben drauf, also statt diesem T. Ja, oder die IMSA. Die haben es auf GT-Autos da, aber sie ist nicht so auffällig tatsächlich. Aber ich finde die Bilder in den amerikanischen Rennserien sind so geil mit diesen 360-Grad-Kameras. Da wird sich aber auch das Halo beispielsweise anbieten. Wo auch das Halo, kannst du perfekte Kamera drauf. Oben auf dem Halo drauf, kannst du perfekte Kamera, so einen kleinen.
Ja. Nicht schlecht, Benny. Also der einzige ich sehe Halo bei weitem nicht so kritisch wie, glaube ich, der größte Teil der Formel 1 Zuschauer. Denn wie gesagt, ich will abwarten, wie wird es interagiert ins Autodesign, welche aerodynamischen Vorteile bringt es teilweise sogar. Wie gesagt, Bügelchen oder so, das kann schon aerodynamisch auch was bringen fürs Auto. Wie wird es interagiert für die Zuschauer zu Hause? Also ich glaube, dass ich freue mich schon, wenn Force India auf dem Halo ausrastet, so wie auf der Reifensportgröße. Ja, aber ich bin gespannt, wie das wird. Also ich sehe da eher positiv hingegen als wie negativ. Weil negativ kann ich danach immer noch gestimmt sein. Danach Alter, wenn, positiv umstimmen ist eher schwieriger. Wenn die Force India irgendwie... 2 und 4, ne? Wenn Force India so eine Art T-Wing beim Halo macht, ey, oh Gott. Oh. Ich würde ausrasten, so ein Rollladen oder so. Nicht. Das ist das Jalousienauto. Nee, aber eine Sache, das ist halt die einzige Befürchtung, die ich habe. Die einzige und die schlimmste Befürchtung ist, in der Realität siehst du quasi Halo nicht so breit, wie es ist, weil deine Nase zum Beispiel blendet dein Gehirn auch aus, weil es halt irgendwie in der Mitte ist und du hast ein Auge rechts, du hast ein Auge links und deswegen siehst du das nicht so fett, wie es da ist. Aber bei Rennspielen kannst du das nicht so simulieren. Die Perspektiven, die Onboard-Ansichten werden alle relativ kacke aussehen oder da muss ich Codemasters was richtig Geiles überlegen. Oder Codemasters macht einfach eine Option, Halo ausblenden. Ja, das ist aber, kann halt Lizenzprobleme vielleicht auch kriegen, ich weiß es nicht. Ja, also inwiefern, wie realistisch die Dinger dann. Also ich habe in Automobilista letztens, da kannst du die Formula Ultimate, die ein bisschen in der 2017er Formel 1 Ära angelehnt ist, schon mit Halo fahren. Ja. Und ich saß eigentlich das Ganze ein bisschen hoch, deswegen habe ich es ein bisschen als extremer empfunden, als es wirklich war. Wenn ich dann mich tiefer gesetzt habe, quasi so wie man auch im realistischen Formel 1 Auto sitzt, dann ging es einigermaßen. Aber ich glaube, gerade so Kurven, wo es dann bergab geht und wo du wirklich das breitere Stück immer mehr ins Sichtfeld gerät, da kann ich mir schon vorstellen, dass es hier unter Probleme macht. Aber was Dave schon sagte, dieses zweispaltige Gucken, das kannst du ja wirklich sonst nur mit einer Oculus Rift oder so nachmachen, ne? Ja. Ja, nee, es ist tatsächlich so, für die Fahrer selbst macht es, glaube ich, gar kein Problem. Aber halt für Fernsehzuschauer und im Spiel. Die haben sich auch schon beschwert. Ich kann mir aber auch vorstellen, weil ich bin mir sicher, dass die Leute von Codemasters sich vorher auch die Autos und so ansehen. Das sind ja auch bei den Tests und so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn sich da einer mal reinsitzt und das sieht, dass sie von Haus aus Sicht der Cockpit-Perspektive das Halo einfach dünner schneiden. Oder was ich meine, dass es optisch dann... So ja, aber ganz ehrlich, wie viele Leute fahren in F1 tatsächlich in der Cockpit-Sicht? Auch die Onboard-Sicht, also wenn du die Dachperspektive nimmst, wirst du auch Probleme haben. Glaubst die T-Cam. Glaube ich nicht. Das sieht fürchterlich aus. Das sieht schrecklich aus. Ja, das mag schrecklich aussehen, aber ist mir doch egal. Ich gucke ja auf die Straße und nicht aufs Auto. Das stimmt schon, aber es ist trotzdem hässlich. Eng beieinander, Leute. Guckt euch das mal an. Jetzt Paul. Guck einfach mal 2, 3 und 4 an, wie nah wir beisammen sind. Ja, wenn Anton nicht dabei wäre, wäre es richtig interessant, ne? Marvin hat Dave geschlagen. Ich hab Dave geschlagen. Yeah! Duki hat Dave geschlagen. Kai hat Viper geschlagen. Duki wird auch gleich von Dave geschlagen, aber wie Sahne. Komm her, du Sau. Ah, okay. Ach, 30 Minuten, das reicht, egal. Also Dave, in der Zeit von Ende Q1 bis Ende Q3 ist ja echt gut, eine Pizza machen. Was machen? Eine Pizza. Und ja, ich hab kannst grad... du mal vorbeikommen, machst du eine Mitte. Ich hab seit heute Vormittag nichts gefuttert gehabt, ne, hab ich, bevor das Quali losging, nochmal 2 Teller Hähnchen mit Reis gegessen. Alter Falter. 2 Teller. Ja, gut, 2 Teller ist übertrieben. Ja. Also nicht, so. Dass auf einmal Dave mitten in den Rennen schreit, der Stift schreibt. Nee, das habe ich ja schon zu Beginn des Qualifyings erlebt. Der Stift schreit. Der Stift also schreit braun, ja. Wenn der Reis war nicht zufällig Pommes und das Hähnchen KFC. Das ist eigentlich eine verdammt gute Idee. Das hätte ich mir heute verdient. Ja, Leute, was ist also von dir zum nächsten KFC? Boah, 12 Meter. Seine Eltern haben eine ganze KFC-Kette aufgebaut. Ey. Also P2 bis 10 sind nur eine halbe Sekunde voneinander entfernt. Das ist sehr schön. Das. Aber ich würde mal sagen, wartet einfach mal ab bis zum Rennen und dann, keine Ahnung. Ich meine jetzt,
Jetzt wird gelacht. Marvin hat Dave geschlagen und keine Ahnung was. Schnitt, Dave ist Zweiter. Warum immer ich? Schnitt, Rechnerprobleme. Ja. Dann passiert Marvin das, was ihm normalerweise Quali passiert. Mir geht's gar nicht um Marvin. Schnitt, Dave ist Zweiter. Punkt. Fertig, aus. Ich hab schon wieder diesen Scheißbug. Ne? Ja, starten wir vom letzten, oder? Theoretisch hast du sie an Q2 geschafft. Ja, ich bin 15. Ja. Wir bleiben dabei, Gugi, ne? Ja. Ach krass, wir sind 10 Leute, ne? Wow, ich kann jetzt doch alles ändern, ne? 11 sogar. 11, krass. Stimmt. Wow, cool. Du kannst ja auch Fußball spielen, das ist ja unglaublich. Das kannst du auch, wenn du nicht zu 11 bist, Duki. Du bist halt echt aber nicht, wenn du eine eigene Mannschaft machen willst, Dave. Wow, geil. Was habt ihr eigentlich bezüglich des Kurvenschneidens eigentlich alles gesagt? Wir tun's nicht. Also nicht so, also auch an die Zuschauer. Wenn's mal passiert, nicht so wild, aber wir versuchen halt, dass die innen liegenden Räder, so Streckenmitte natürlich, halt immer noch zumindest mal auf der weißen Linie sind. Also Moment, die innenliegenden Räder. Zur Streckenmitte. Er wollte damit sagen, dass ja, wenn es eine Rechtskurve ist, dass es halt allergisch gegen Räder sind. Er wollte damit sagen, simpel ausgedrückt, zwei Reifen sollten noch die Strecke berühren. Okay, gut. Okay, ja. Verstehe ich. Ich wollte es halt ein bisschen geschwollener ausdrücken, dass nicht jeder versteht und dann jeder sagt, ja, okay, wird schon passen, wenn er das so sagt. Was er da macht. So komplett in der Pampa fahren. Ah ja, das ist so, wie er gesagt hat. Riecht das richtig, dass die Boxen Ausfahrt sich noch durch die erste Kurve zieht? Ja. Oder kann man vorher schon raus? Nein, ne? Gut. Ich glaube, irgendwo in der Mitte der Geraden kannst du dann wieder rüberziehen. Ja, aber oder ich glaube, kurz vor Kurve 1. Hinaus. Also ich glaube nicht, dass du so wirklich rüberziehen kannst. Also kurz vor Kurve 2. Da bin ich vorher mal reingezogen. Stimmt. Aber dann geht die durch die Kurve noch weiter. Stimmt. Die Kurve. Ey, Viper, dein Helm sieht ein bisschen aus wie ein Raikönnen. Ja, wobei von außen zumindest. Okay. Also rot, schwarz, weiß ist ganz geil. Ganz geil, der Kimmy-Style. Ich bin honestly, so ein Poet, nicht zu fassen. Ja. Anton, willst du mit deinem Qualifying-Greifensatz auch mal ein paar Donuts fürs Rennen üben, oder? Unbedingt. I made donuts for the next year. Oh Gott. Oh Gott. RIP? Nee, noch nicht ganz. Nee, ich hab's doch... Komm schon, Marvin, dann starten wir hintereinander. Aber ich finde die Zuschaueransicht sehr, sehr schön eigentlich. Ja, ist so. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, dann musst du am Martin fahren. Ne? Ich kann dir einen Tipp geben. Punkt. Kauf dir eine 1070 Grafikkarte und stell alles so kacke ein wie letztes Mal bei mir und dann leckst du schön. Oder ich hab nur 1070. Ja, im Renderrechner. Aber du kaufst dir erst nochmal eine neue, den richtigen. Die 1080 wärst du auf den Sondermüll. Es ist keine 1080. Oh, es ist eine 1080 Ti, oh mein Gott. Das ist, als würdest du zu einem McLaren Renault McLaren Honda sagen. Ach Gott. Bitte um Verzeihung, der Herr. Nicht gestattet. Das sind 15% Klasse. Oh, scheiße. Ja, also vielleicht könnte ich jetzt wirklich mit dem neuen i7er 4K hier flüssig zocken. Du hast doch schon eine 1080 Ti, also du hast jetzt zwei halt, ne? Ja. Ist ja richtig so, weil was willst du mit einer? Ich hab mir diese beiden Star Wars Dinger geholt. Wenn er das SNI-Verbund macht, das würde ihm ja noch einen Vorteil bringen. Ja. Schön getrennt. Der feine Herr fährt jetzt 20-160. Jemand schnell ist hinter mir und will schnell fahren oder nicht? Das ist ein Mercedes. Ist nur Bottas. Ah, hey, ist auch richtig schnell der Typ. Hey Bottas, wie sieht's aus? Ich glaub, der ist auch der Minimal Talking. Jeder heißt, der heißt Bottas. Der Leon ist bei mir irgendwie sauleise. Das bin ich! Kann daran liegen, dass ich leise bin. Einfach so ein bisschen leiser. Oder auch, weil ich halt komisch bin. Keine Ahnung, du bist... Was geht bei Elan, du bist leise bei mir. Ich guck mal Anton zu. Verrückte Kind. Verrückte Bursche.
Ja, kannst du mal noch was lernen, Dave, wenn du anderen zuguckst. So wie ich gerade die Kurve genommen habe, eher nicht. Ja, Anton, hier okay. Vorsicht, du musst sehr lange nach links lenken und gleich nach rechts. Puh. Ja, wait, das war knapp. Hä? Was war knapp? Nicht? Achso, ich dachte, du hast das gerade mit Puh gesagt. Ich fahr ja hier. Ich weiß. Der eine Verbremser nach der langen Gerade. Hä? Siehst du was anderes oder so? Ich bin jetzt auf der Stadt Ziel. Ja, vorhin, eben. Ich weiß, dass du jetzt gerade auf der Stadt Ziel bist. Verbremser auf der langen... Ich... Keine Ahnung. Was, bei, der, mir ist alles, bei mir ist alles gut bei aus. Bei der zweiten DRS-Zone. Oh. Ah. Achso, das war, glaube ich, alles so gewollt, glaube ich. Okay. Ich bin mir ziemlich... Unterirdische Runde. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, da geht nichts mehr bei dir, Anton. Void. Ja, das, da wurde so viel gequatscht im Hintergrund, da bin ich ganz durcheinander gekommen. Oh. Dann habe ich mich sogar verschaltet. Nein. Ja. Schade. Der Kopfschutz fängt schon an zu rosten. Ich glaube, ich habe da zu oft dran genießt. Was? Bah, okay. Achso, das heißt Popschutz. Ich dachte, das heißt Rotzschutz. Mein Pop ist mittlerweile komplett. Ja, ich bestelle mir da von Tempo immer ganz viel neue. Jetzt war auch noch eine Gut, jetzt kommt dann jeder neue Mikrofon haben, da muss ich sowieso runterschauen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 8:30. Ah ja, easy. Ein unsympathischer Fahrer auf einer unsympathischen Strecke, so unfassbar schnell. Gott, wer Kai? Und es ist nicht nur so, dass Anton durch Fehlerzeit verloren hat. Egal. Egal. Ich sag nix. Ich kann nur sagen, freut euch auf ungefähr eine Sekunde mindestens, die ihr verliert. Krass, wie Dave uns einfach schon mal direkt schlecht redet, noch gar nicht weiß, was wir eigentlich noch im Petto haben, weißt du? Bei mir weiß er das. Es sind 2,7 Sekunden gerade mal jetzt, wo ich jetzt auf Anton gerade hinten dran bin. Also wenn ich das jetzt nicht noch easy einhole. Ah, okay, gut, ich sehe auch, was Ray macht. Ray, ich glaube, irgendwann hat das mal nicht funktioniert, Marvin, was du da machen wolltest. Run auf dem Rennreifen. Irgendwann hat das mal nicht funktioniert, was ja, ich machen wollte. Ultra, ja. Ja, ich glaube, im Mexiko-Testrennen so ein bisschen. Der sagt hat bei mir... Nee, das hat er dir nicht gesagt, das hat er nur mir gesagt, sei jetzt leise. Nichts. Er hat nichts gesagt, gar nichts. Hat er Regen gesagt. Oder was? In 15 Minuten ist gar nichts passiert, in 15 Minuten. Oh nein, warum bin ich rausgeflogen? Ach, das wäre doch wieder super für mich, 15 Minuten ist genau Anfang Q3. Habt ihr euch die die Rennbedingungen mal angeschaut, oder? Donne. Bocken. Sonne. Alles gut. Kacke. Doch, was sagen die Zeiten? Ja, in Russland hättest du jetzt mal reden können. Regnen können. Okay, was sagt die KI? Das hätte auch mal gern schneien können. Okay, ich glaube, das ist mit 1,36,4 safe, oder? Ja. Eigentlich. Ich glaube, ich bin mit 1,36,9 bin ich, glaube ich, auch weiter. Ja, Alonso könnte schneller sein. Regen ja so schwer getan. Jetzt mal. Ja, stimmt. Es war ja wieder so eine knappe Situation am Ende von Q2. Gugi, du könntest, also man braucht ja, glaube ich, eh nur einen Stop hier. Du könntest ja gucken... dass du nochmal mit einem weichen mit einem Ultrasoft-Satz rausfährst, dann richtig langsam in der In- und Outlap und dann könntest du das als Rennreifen nutzen. Da ist mir schon bewusst, aber... Ah, okay, ich sehe was. Ja, ich sehe, was du meinst. Oh Gott, dieser Abstand! Ey, warum, was gibt's für ein Problem bei Googie? Habe ich ja was verpasst? Es sind nur 31.000 zwischen mir und Alonso. Ja, zwischen wow. Benny und Maxi ist 1000. Also irgendwie ja, gut, wir haben ja einen Plan. Benny, bist du mit Ultras gefahren? Ja, ich weiß, ich bin noch gerade am überlegen, ob ich den ausfahre. Irgendwie ist gerade falsches Bild. Aber was mein erster? Eine scheiß Runde. Zweiter und dritter Renault. Weil ich bin ja auch noch nicht in der Top 10 und ich werde da jetzt reinfahren. Ja, aber mit Ultras, Marvin, ne? Ja, eben. Ja, ich weiß, dass du da reinfährst. Von mir brauchst du dich nicht fürchten, Googie. Ja, ist mir schon bewusst. Schönes Ding, du. Regen in 10 Minuten! Geht, ne? Ja. Oh, anstrengend, ey. Also mir ja, sagt klar. Der Regen in 10 Minuten, ne? Das ist ich bin so blöd. Leer. Ja, du beschleunigst ein bisschen zu hart raus, man hört das nicht. Ich bremse auch immer zu hart rein. Ja, ein generelles Übersteuerproblem in sämtlichen Lebenslagen.
Hat man. In Q2 deswegen. Hat man noch nicht den extra Reifen, ne? Nein. Nee, der kommt erst in Q3. Okay, dann kann man nochmal damit fahren hier. Welchen Platz muss man erreichen, um Q3 zu sein? 5? 10. Nee, mindestens 10. Oh. Du bist safe, also. Duki. Du bist 100%ig safe. Es ist ja heute eine Erfolgsgeschichte. Da liegt ungefähr eine Sekunde zwischen, also. Also, bei Googie ist noch knapp. Ja, also ja. Googie, ich würde zumindest mal, du kannst zumindest mal mit einem frischen Ultrasoft rausfahren und gucken, ob die Zeiten fahren oder nicht. Wenn gerade rausfährt, dann... Ich glaube, Googie fährt gerade raus. Ja. Ich habe nur einen Toro Rosso gesehen, aber da hatte ich meinen Satz schon angefangen und ich unterbreche mich selbst nur sehr ungern. Ja, ich kenne dich eher, also Schatzi, das geht schon klar. Du bist halt höflicher Typ, ne? Sehr geehrte Damen und Herren, hier sehen wir eine schnelle Runde von Guckmaster. Master. Guckmasters. Buckmasters. So, und hier haben wir Dukis krasse Pace. Nicht. Boah, fast übersteuern rausgeflogen. Boah, ich komm gerade in den sechsten Gang. Übst das Lift and Coast nochmal. Ja, aber toi 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 fürs so. Rennen. Ja, dankeschön. Da du später nicht mehr mit uns kommunizieren wirst, ich empfehle dir jetzt schon mal, dass du ziemlich viel überschüssigen Sprit mitnimmst, weil Russland eine ordentliche Powerstrecke ist. 4-5 Runden kann man hier verbraten. Jetzt hast du es ja jedem erzählt. Ja, es ist die aber anderen. Kein neues Geheimnis, glaube ich. Wir wissen das, glaube ich, alle, ja. Ja. Man mehr Sprit mitnehmen muss, als er vorschlägt. Ja, deswegen, wenn man dem Duki. Ja, okay. Ja, wir können auch nochmal labern, Duki. Ist okay. Ganz richtig knüppeln auf den Geraden. Wieso? Auf Max stellen. Ja, mit dem Anton kann man auch gut in Kurven knüppeln. Warte, Gucki, fahr ich. Ja, ich halte den Abstand auf Max. Okay. 10 bis 15 Minuten Regen. Also Ende Q1 eigentlich. Q3. Oh, mal Q3, Entschuldigung. Eins. Ja, ich bin gerade. Ja, mal gucken, ob Ray rechtzeitig dann rauskommt. Stimmt, der hostet wieder heute. Ah, hat aber mir jetzt auch gesagt, 10 bis 15 Minuten. Also, Q3 könnte lustig werden. Entregnet's doch gar nicht. Ja, oder es regnet halt direkt. Und Gogi holt wieder die Pole. Oh ja, nein! Bottas! Das heißt, es zittern. Ja, er kommt ja nochmal rüber. Kann jemand Verstappen abschießen? Und Alonso und Grosjean und Bottas? Er hat auch noch Mercedes vor sich. Problem ist, dass Gugi einen Flügelschaden hat dadurch. Ja, ja. Oh. Lass nochmal Abstand. Lass Abstand. Oder so. So, jetzt heißt er einfach nur okay. Hoffen. Wow, starke Zeit. Ich hab 2 Sektorbestzeiten, als ob ich dann jetzt nochmal die Runde abbrich. So viel Zeit hat es nicht gekostet. Also, Ray war trotzdem dafür echt... Das war... Gut. Schlecht. Ja. Gugi Platz 10, ja. Ja, Ladies and Gentlemen, hier haben wir den Mr. GB2 Engine. Ah, interessant auch zu sehen, mit wie viel Sprit die KI fährt. Die fahren mit 5 Runden normal. Ja, muss ich beeilen, wenn du nochmal über den hier willst, ne? Gugi, ich hab Gugi nicht genug ist Sprit. Safe. Gugi oh, ist safe. Alonso, Verstappen, Grosjean und Bottas haben schon die Zielflagge hinter sich. Nee, haben sie nicht. Es gibt noch 30 Sekunden. Wir sind auf einer fliegenden Runde. Alonso ist auf einer fliegenden. Wo ist denn Alonso gerade auf der Strecke? Sektor 1. Erster Sektor. Das ist der, der gerade hinter mir ist? Keine Ahnung, aber er fährt jetzt den Sektor zu Ende. Er ist auf einer Verbesserung. Ich tue jetzt was sehr, sehr Dummes, Gugi. Ich hoffe, es geht gut. Ups, ich habe Alonso nicht gesehen.
brauchst halt nur ein bisschen Blocken. Ja, aber Blocken was ist mit Verstappen? Verstappen fährt ja, die Runde nein. fast zu Ende jetzt gerade. Den kann ich nicht mehr jetzt einholen. Grosjean auch. Ich will meine Reifen auch nicht kaputt fahren. Das ist aber gar nicht Verstappen jetzt hinter mir. Das ne? ist jetzt Alonso jetzt hinter dir. Musst du ein bisschen blocken. Das ist Alonso. Zu spät. Ja. Zu spät. Ja, das hat ihn schon Angst eingemacht. Ja, aber das ist so eine ganz normale Reaktion, wenn man... So, Grosjean hat es nicht geschafft. Verstappen oh, Verstappen auch nicht. Alter, das wird echt knapp. Bottas als nächstes über die Linie und Valtteri Bottas. Oh. Ah, schade. Da müssen wir Viper auch noch. Oh, Viper könnte auch noch rausfliegen. Ja. Oh. Obwohl ich den Bottas fast ein bisschen aufgehalten habe. So, Alonso. Und Fernando Alonso. Alter, oh, Alter damit Alter. Auch Viper raus. Alter, ich habe ja schon richtig Schwein gehabt, ey. Sachen passieren Wahnsinn. Hier. Boah. Viper hatte doch eine richtig gute Zeit, Mann. Krass. What the aber hell? Die ist auch richtig stark. Also an die Zuschauer, Cookie und ich haben tatsächlich im Vorfeld ja auch nochmal kurz getestet, auch wegen meinen Performance-Problemen und die KI war die ganze Zeit sackstark. Also ja, ich bin auch bei der... Ich hätte jetzt eine Verbesserung gehabt von ja weit über eine Sekunde. Wäre Scheiße. Ich ausgegangen, hätte ich mir die Frontflügel nicht abgefahren an Bottas. Ja. Aber es war auch ganz komisch. Er fährt ganz in die Kurve an und fährt dann geradeaus weiter. Ja. Konnte nicht ausweichen. Ja. Das ist von außen immer sehr leicht zu bewerten, aber ich hätte da irgendwie mal kurz locker gelassen oder ein bisschen weiter außen gefahren oder einfach locker lassen und in der nächsten Runde dann fahren, aber... Ja, ich hatte nicht genug Sprit mit für eine zweite Runde, das ist das Problem. Ach stimmt, du hattest drei Runden. Ja, wobei, du hättest ja nochmal auf Mager durchfahren können und dann hättest du letzten Schuss, hättest du nochmal machen können und dann wäre es ja egal, dann kannst du ja auf Mager in die Box rollen wieder, aber ja, schwierig. Ja, kurz zur Info für meine Zuschauer, ich habe hier einen schwarzen Bildschirm, ihr seht es natürlich. Relativ und, schwierig, wenn man schon eine Wirde der erste Sektor ja, das hat. Ja, das ist ein Bug vom Spiel. Da bricht man ungern ab. Ja, okay. Ja, ich verstehe das. Wie gesagt, ist von außen immer sehr leicht zu beurteilen, aber ich kenne das selbst so. Im Cockpit möchte man dann natürlich direkt weiterfahren. Hätte ja auch gut gehen können wir, wie bei wir Ray. Wir haben in der Vergangenheit gute Aufholjagden von Googie gesehen, also. Ja, die wird zwei Tage auch wieder gehen, beziehungsweise morgen für den Zuschauer. Alter, Marvin, 3000 in der Anton, was ist da los? Richtig stark. Ja, aber du wärst auch bei uns reingefahren. Ja, aber wirklich, Ray, hier 3 Zehntel oder 3,5, 4 Zehntel. Ja, aber also sagen wir es mal so, wir werden hier auf jeden Fall 1,34er zeigen. Jetzt, gut, kommt jetzt, wenn der Regen kommt, natürlich nicht, aber ja. Da muss man auch realistisch sein. Also mit Ultrasoft sind hier 1,34er zeigen. Boah, da freue ich mich schon auf die lange Links, ey. Wenn der Regen kommt. Da geht's nur quer. Ja, für mich gibt's es. Anton? Anton, mach am Anfang von Q3 das, was Männer am Anfang von Q1 immer macht. Oder machte. Direkt raus waren, wow. Krass. Was für ein Tipp. Ja, das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Also, ja. Ah, ja aber das Kai auch auf 4, ne? Ich wollte es schön kryptisch machen, damit es nicht jeder macht. Also ich habe halt richtig Angst, vor allem für die hinteren Leute, diese erste schnelle Kurve, ey, die sind so dumm, die KI da. Ja, muss ja aufpassen. Gerne schon weiter. Rest in peace, Dave. Ja, vielleicht. Ja, rest in peace, Viper und Googie auch leider, ne, muss man sagen. Ja, wobei, die haben ja meistens euch dann vor der Nase. Also, da gibt es ja nur 2, 3 KI-Fahrer zwischen ja, denen und euch. Ja, die sind ja genauso blöd, die da hinten. Wobei sie also, halten ja. Du kannst nicht vorsichtig in die erste Kurve reinfahren. Die KI schießt dich einfach von hinten, fährt dir in die Karre. User in your channel, stop recording. Hoch werden hier aufgehört aufzunehmen. Irgendeiner pustet ins Mikro. Viper hat sich auch gemutet. Ja, bin mal gespannt jetzt aufs Qualifying. Ansonsten, keine Ahnung. Mal gucken, wäre halt lustig, wenn ich im Rennen noch weniger fahre als im Qualifying. Also noch regnet's nicht. Wenn ich das richtig sehe. Ja, nee. Tut's nicht. Kommt jetzt halt. Ja, bewölkt, aber... Ja, direkt rausfahren hätte ich eh gemacht. Schnitt ist erst nach 45 Sekunden losgefahren oder so. Da reicht ja auch. Ecke. Ja, hättest du das mal in Melbourne gesagt? Das war dumm, ja. Ja, Quad Errat Demonstrandum hier. Was zu beweisen? Wer ist da jetzt gerade da lang links? Ich. Alles klar. Bin direkt vor dir, nur dass du es weißt. So wie funktioniert denn hier die Steuerung beim Zuschauen? Das weiß ich gar nicht. Du direkt in der Controller oder Lenkrad? Lenkrad. Da
Da, du hast ja dein Zuschauermenü, da müsste irgendeine Zahl. Ich habe schon die Tasten gefunden. Gut. Schon. Ja. Viel Glück. Ja, viel Glück, Leute. Toi, 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 Leute. Genau, toi, toi, toi. Jetzt machen wir runter beim Duki. Wäre gut, wenn man als Kommentator den Wetterbericht hätte. Ja, das stimmt. Ja. Erstmal eine Mail schreiben. Wetterbericht. Beobachte die Felsen. Ich mach grad ein bisschen langsamer, Benny, weil die KI kommt mir doch ein bisschen zu nah gerade. Ha, da will er nochmal extra Sprit verbraten, macht das DRS aus. Achtung, wer auch immer da hinter mir ist, hier entsteht Stau. Okay, danke. Bist du okay, oder? Ja. Ich habe schon immer gefragt, wie das passiert. Ich bin mal drüben übrigens am Freizeitpark. Ja, da wollte ich auch schon hin in den Proberunden. Sieht richtig gut aus. Bessere Zeitvertreib. Kannst du in der Box sitzen und warten. Jetzt was geil, so ein Ausschnitt von Rollercoaster Tycoon oder so einblenden. Back. Bei der neuen Hongkong-Strecke von F-Factor 2 sind die 3 von Rollercoaster Tycoon 1 drin. Das ist das typische, dieses Leute fahren Achterbahn rum, gekreische. Exakt die gleichen Soundfiles. Kommt das beim Schalten immer, oder? Nee, ist der Fahrer, der nach Leistung schreit. Ja. Ich hab's so ein bisschen prophezeit und... Wetterbericht. Ja, denke schon. Fuck, ich habe einfach zu viel Fehler in der einen Runde gemacht. Ich hatte nur einen. Ja, ich habe 3, 4 gehabt. Du kannst nur ein bisschen mehr ziehen. Ja, meine Ball. Ich hatte in Kurve 4 hatte ich einen relativ großen drin. Ich glaube, Dave hat es wahrscheinlich gesehen. Aber danach war sehr gut. Also besser kriege ich den anderen Teil auch nicht hin. Naja, es ist schon zu rutschig. Merkt man für eine Bestzeit ist schon so rutschig. Jetzt schon? Ja, schon definitiv. Ich habe direkt 4 Zehntel verloren beim Rausbeschleunigen, also das ist durch. Glückwunsch an Ja, wobei, wartet mal ab. Duki fährt noch eine Runde. Der letzte ich probiere es auch nochmal. Oh ja, jetzt drückst du es hier. Leute, respektiert die Kunst. Anfang Sektor 3, aufpassen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück gehabt jetzt. Wartet. War sehr schnell. Mit den Supers. Sorry, Maxi. Passt schon bei. Der Ede langsam. Ey, kannst vergessen. Oh. Ja, ihr wird schon sehr rutschig. Und du gehst halt auch mal relativ viel aufs Gas. Nee. Naja, in der Situation ist es viel weniger Dukis Schuld als die Wetterbegebenheiten. Nee, schade. Oh. Nee, fürs absolute Limit schaffst du keine Topzeit mehr, das geht nicht. Ja, aber es hätte vielleicht noch mit Bottas oder Alonso geklappt. 3 oder 4 Zehntel hätte er gut machen müssen, dann wäre es P8 gewesen.
Aber der erste Sektor war schon nicht so pralle, also das war... Ja, aber... Scheitern verurteilt. Ich habe sofort als wir im Quali waren, habe ich sofort gedrückt, los, rausfahren. Ja. Und ich war auch wirklich als Erster auf der Strecke, das war auch mein Glück. Ja, ich habe halt noch die Q3-Reifen genommen. Und ich glaube, die Sauberbox ist die am nächsten Mal an der Ausfahrt ist. Ich habe halt eine extra, also Sprit für eine extra Runde und mit der Maximalmischung musst du ja noch mal ein bisschen mehr. Ist vielleicht halt auch das Auto jetzt ein bisschen zu schwer gewesen und dann halt diese 3-4 kleinen Fehler drin. Und aber trotzdem super Zeit, Anton, ey, 34,2, stark. Ja. Wie viel du hast auf Spaß, ne? Auf eine 34,2. 34,8 wäre ich auch noch gekommen, aber an euch beiden wäre ich gar nicht mehr reingekommen. Ja. Aber ja, mit den Fehlern 34,6 ist jetzt nicht weit weg, ne? Nee, das sind Nuancen. Also jetzt nicht so, oh, ich habe mega Fehler gemacht, Sekunden verloren, sondern das sind Nuancen. Also ich denke mal, selbst dann wäre es vielleicht knapp geworden. Oder halt vielleicht, wenn ich wirklich nur diese eine schnelle Runde Sprit dabei gehabt hätte. Wir werden es nie wissen. Wir werden es nicht wissen und ist auch scheißegal. Und das geht's, kommt, das geht's nicht. Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Glückwunsch an Anton. Glückwunsch auch an Dave, dass er trotzdem noch so cool bleibt. Du laberst heute schon sehr, sehr viel Unsinn. Ja, aber echt. Also so viel Unsinn habe ich selbst mit meinen schlechten Wortwitzen nicht erzählt. Ah, das ist jetzt, also Dave, auch das war eine Beleidigung. Wir jetzt nicht, also bis ich das schaffe. Ray hat gestern alle seine guten Kommentare verbraucht und jetzt ist halt nur noch das übrig. Ja, tut mir leid. Das ist das Auswärtsessen gewesen. Ja, Ray, hast du in deinem Zimmer auch irgendwie 37 Grad oder so gerade? Der Windtunnel ist auch. Ja, ich habe das ich durfte es mitnehmen, die 37 Grad. Wieso hatten die da 37 Grad? Warum nicht? Ich bin mal eben auf Toilette. Ja, warum? Ja, eben, warum nicht? Weil es lustig ist. Um die Wetterbedingungen zu simulieren. Auf tatsächlich 50 machen können. Alter, das wäre geil. Aber Gesundheit. Die haben ja 37 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit. Also das ist ja keine trockene Wärme gewesen. Da war echt Feuchtigkeit auch drin. Sauna-Feeling. Und nur irgendwie 5 oder 10 km/h Wind. Also fast gar nichts. Das ist also so ein ganz laues Lüftchen. Ich fand den Kommentar vom Heider ja sehr gut. Ich mache mir meine eigene Buddha auf der Stirn. Das Geile war ja auch, ich habe ja tatsächlich Butter dabei den ganzen gehabt. Stream ja gesehen. Also quasi, ich habe ja auf das Streambild kommentiert. Ich hatte ja kein anderes Bild. Und das war halt, ich habe ja alles mitgehört. Und ich musste so oft so lachen, einfach, was da zum Teil gesagt wurde. War schon geil. Ich glaube, am Anfang hat man dich auch gehört, da war das Mikro nicht richtig gemutet. Also da mich hat man, auf keinen Fall, weil ich habe mein doch, Mikro. Nein, kann du nicht hast, sein. Du hast doch, du hast irgendwas zu dem T-Shirt gesagt, das der eine anhatte, oder? Nein. Ah, schade. Das war, ich hätte schwören können, dass es deine Stimme war. Okay, gut, dann habe ich mich getäuscht. Weniger trinken, Dave. Weniger trinken. Nee, einfach kurz auch zur Erklärung, warum ich es 100% nicht sein konnte. Ich habe meine Mikro, ich hatte ja so ein Mischpult vor mir und konnte direkt zur Regie sprechen oder halt natürlich on air gehen. Und ich habe das Mikro immer selber aktiviert oder deaktiviert. Nur die Regie hätte mich halt natürlich auch abschalten. Also ich hätte jetzt quasi das Mikro für on air aktivieren können, aber die Regie hätte dann sagen können, sie hätten mich dann abwürgen können, aber ich habe es selbstständig auch immer ausgeschaltet. Das heißt, es konnte eigentlich nie, auch wenn selbst die Regie das verplant hätte, die hätten mich niemals, oder man hätte mich niemals gehört, wenn man nicht hätte mich hören sollen. Halt's Maul! Bam! Weg mit dem! Der dünne, blasse Junge soll weg. Ray, unser Fernsehstar hier. Ja, ich fand's geil. Ich hab's mir im Nachhinein angesehen, ich fand's auch richtig geil. Hätte man auch auf einem Fernsehsender irgendwie so Sat.1 oder ProSieben oder so übertragen können. Solange es nicht RTL ist. Jetzt übertreibst du. Ja, warum nicht? Aber die Qualität hat sich sehen lassen, fand ich auch. Also ab und zu halt nur die Audioqualität war manchmal ein bisschen kacke, ne? Man hätte zum Beispiel fürs Mikro ein paar für die verschiedenen Mikrofone und Popschutz organisieren können. Das Ding war, bei Maxi ist ja Popschutz immer abgeflogen. Ja. Dann stand sie einmal, wo der erste Mal abgeflogen ist, direkt vor dem Bildkanal und man hat einfach nur noch... Ja, das war extrem. Ja, aber ich fand es gar nicht schlecht. Man hat dann wirklich auch mal gehört, okay, da ist Wind am Start, ja. Und zwar nicht zu wenig. Das war schon heftig, also das war schon ordentlich, wenn die gerade jetzt da der Herbst mit 40 km/h, das ist nicht mehr ein laues Lüftchen, es ist schon ordentlich. Ja, glaube ich. Was ich ja auch geil fand, mal kurz weg von dem hier, also nicht, dass ich darüber nicht reden möchte, Schwachsinn, aber es war jetzt beim Formel 1 Finale, um wieder ein bisschen zur Formel 1 zurückzukommen, war ja auch das E-Sports Finale. Ja, Dave, Glückwunsch zum zweiten Platz. Nee, Dave hat gewonnen.
doch, das war nee, der. Hä, was? Der war doch der Brandon, Brandon Lee. Nein. Das war Anton. Das war Anton, ja. Was? Dave ist der ey, diese Rivalitätssache mit Platz 1 und Platz 2, es wird mich nie ärgern, Leute. Egal wie sehr ihr sagen wollt, dass Anton aus Gag natürlich. Das ist mir jetzt gar nicht, aber ich finde jetzt so rein. Ja, ich so weiß. Von der Charakteristik her so, finde ich, passt Platz 2. Willst du sagen, meine Charakteristik ist wie die von Brandon Lee? Nein! Aber Platz 3 sein. Ist das das, was du sagen willst? Es ging mir eigentlich mehr um Dave, nicht um dich. Du musst jetzt einfach. Ja, jetzt red dich bitte raus. Oh Gott. Klar, klar. Ich bin nicht raus. Ja, also ja, dich habe ich jetzt einfach auf Platz 1 gesetzt, weil macht ja auch Sinn, oder? Oder willst du Platz 3 sein? Nee, nee, alles gut. Ja, jetzt ist ich kann übrigens bestätigen, es ist zu schnell für zu nass für eine schnelle Runde. Erzähl. Ah, okay, dann fahre ich jetzt nicht mehr. Zum Glück haben wir so Profis wie euch, die das wissen. Anton ist auch so jemand, der auch inzwischen deaktiviert. Anton ist auch so jemand, der morgens nach dem Aufstehen auf dem Balkon steht und erstmal die App aufmacht, um zu sehen, wie kalt es draußen ist. Nee, ich guck, ja, also ich guck, ob es regnet. Weil wenn du rausgehst, du weißt ja nicht, wie kalt, also du weißt, okay, hey cool, das fühlt sich, oder hey blöd, das fühlt sich echt kalt an oder so, aber du weißt ja die genaue Temperatur dann nicht, weißt du? Okay, du hast noch einen fertigen Satz hinbekommen. Ich wollte gerade schon sagen, kann Ray einen Satz formulieren? Kasperin! Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich, dass ich sagen wollte, ich fand es auch geil, dass das Finale der Formel 1 eSports Championship halt auch im TV übertragen wurde. Und das ist halt schon, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, in Österreich wurde beispielsweise auf ORF übertragen. In Deutschland das komplette Finale. Also ja, ich hoffe, ohne die Kommentatoren, weil Seji ist so unfassbar, der hat so eine anstrengende Stimme. And look at this, she is going from the inside. Das ist doch so ein Inder oder so. And Brandon Lee going round the outside. Der ist Italiener, glaube ich, oder? Ach so. Italiener, das ist Italiener. Ja, genau, ich fand das auch sehr anstrengend. Guck mal, wer da so gebrochen Englisch spricht. It is impossible, what is he doing? He is not going for the pit lane, what are you doing? You stupid Force India driver. In Cembaluk Passi, winning the Belgian Grand Prix. Das kommentiert. Das ist ja nicht mal überspitzt, ey. Das ist ja wirklich so gewesen. Ah, das klang so wie Ray gestern. 1:1. Ich fand's aber auch ganz cool, wie Cembaluk Passi, also wie dann da auch Alonso mit dabei war und so. Also ganz coole Sache, der glaube ich bei dem jetzt im Sim-Racing-Team ist oder ja, so. Ja, dann würde ich mal sagen, aber sag's noch mal ganz kurz an, bevor die Zeit abläuft und dann gehen wir in die Taktikbesprechung. Genau, das war das Qualifying und jetzt gehen die Leute in ihren Channels und besprechen ihre Taktik. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Rennen. Bis dann. Bis morgen. Ja. Dann tschüss. Danke, danke Channels. Also noch dranbleiben. Auch. Genau. Gleich verkackt. Bei Google könnt ihr schon abschalten. You were moved. Hallo, hallo? User was moved to your channel. Hallo. 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 Ja, da habe ich einen ordentlichen Bock geschossen. Ach Dave, mein Schatz, was war das denn? Ja, sorry. Du willst Practice-Zeit, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin halt einmal ein bisschen zu weit rausgekommen, habe mich rausgedreht, aber ansonsten... Ja, ich werde das Feld von hinten aufrollen. Ich nehme vollen Tank mit. Ach, da hat jemand doch schon noch weiter gedrückt. Schade. Wer drückt denn hier schon noch weiter? Das kann doch nicht wahr sein. Vollen Tank, 75 Kilo, 65 Kilo. Ja. Ja, das mache ich nicht. Ich muss ja am Start wegkommen. Ja, also ich... 62. Ich gehe direkt mal auf den Supersoft und guck dann einfach mal, was ich beim Start hinbekomme. Ich würde sagen, unsere Taktik Doppelsieg. Ja, eigentlich schon. Und taktisch gibt es bei mir nicht viel zu besprechen. Ich starte auf Ullis und ich mache natürlich einen Stop. Der hat jetzt weitergedrückt. Der kriegt 5 Punkte Abzug. Ich war's also, nicht. Tschüss.